Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Leute, heute gibt es eine richtig krasse Challenge und zwar wollen wir heute 24 Stunden lang am Strand bleiben. Das wollen wir schon immer machen und Chris ist noch gerade drin, der zieht sich gerade an und wir werden jetzt erstmal, oder ich werde erstmal fix alle Sachen packen, also alles, was wir dafür brauchen und dann würde ich sagen, let's go. Leute, wenn ihr unsere Videos feiert, vergesst auf jeden Fall nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr und jetzt würde ich sagen, schaut mal hinter mir, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, hier habe ich mal alles zusammengesammelt, was wir wahrscheinlich brauchen werden. Wir haben alles am Start, also Schaufeln, Gymnastikball, Neoprenanzüge, wir wollen ja auch ins Wasser. Und jetzt würde ich sagen, ich schnapp mir Chrissy und dann geht's ab an den Strand. So Leute, ihr seht schon, wir sind jetzt auf dem Weg zum Strand und wir haben jetzt ungefähr so kurz vor 13 Uhr. Das heißt, wir werden wahrscheinlich so 13 Uhr beginnen, 13 bis morgen um 13 Uhr. Und ich bin echt gespannt, ob wir das schaffen, aber ich habe richtig Bock drauf. Ich bin gespannt, wie die Nacht wird. Ja. Wir haben jetzt erstmal hier unsere Strandmuschel aufgeschlagen und heute Abend werden wir uns eine richtig fette Base bauen, damit wir auch komplett safe sind. Ne? Also mit Stand-Up-Paddle, das werden wir wahrscheinlich so rumbauen. Und wir haben auch noch eine zweite Strandmuschel dabei, also alles easy. Und jetzt werden wir anfangen, den Gymnastikball einzugraben und dann können wir eine Session starten. Leute, wir sind jetzt endlich fertig und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit ein paar Basics an, also so Vorwärtssalto, Rückwärtssalto, Sideflip und nachher werde ich da nochmal einen Doppelten raushauen. Ne? Los geht's! Ich möchte jetzt mal probieren, einen Trick, den ich auch noch nie am Strand auf dem Gymnastikball gemacht habe, und zwar aus dem Stand einen doppelten Rückwärtssalto. Ich mache die ganze Zeit so Vorübungen und ich weiß nicht, ich mache noch eine Vorübung und dann entscheide ich, ob ich den durchziehe oder nicht. Also das wäre auch nochmal ein richtig nicer Trick. Ich darf gar nicht drüber nachdenken, ich werde ihn jetzt einfach durchziehen, Leute. Let's go. Geil! Ja! Ich hatte so viel Platz noch! Ja! Oh. Gleich die dreifach! Ey, nice! Nice, Junge! Der war richtig! Leute, die Gymnastikball-Session hat richtig Spaß gemacht. Und Freunde, ich würde sagen, jetzt geht's ab ins Wasser. Danach machen wir vielleicht dieses Bau-Battle. Und dann grillen wir und dann kommt die Nacht. Und das wird so interessant. Also da bin ich echt gespannt, wie wir uns durchschlagen werden. Hoffentlich regnet es nicht. Ihr seht schon, wir sind jetzt auf dem Wasser, haben uns den Neoprenanzug angezogen. Und jetzt gibt es ein paar nice Tricks mit dem Stand-Up-Paddle. Ich hätte echt richtig Bock, das zu schaffen. Einen Backflip auf dem Stand-Up-Paddle. Und ich bin mal, also das Wasser ist auf jeden Fall ziemlich klar, Leute. Der war noch knapper als der erste Versuch, Leute. Nein! Wow, ganz knapp wieder. Der war immer so schief. Ja! Ja! Leute! Geschafft! Nice! Yo, das war mein größtes Ziel. Das wollte ich schon immer mal schaffen. Auf dem Stand-Up-Paddle den Backflip. Leute, ich habe ihn mir gerade angeguckt. Ich bin mega stolz. Also ich freue mich richtig. Und jetzt möchte ich mir vielleicht so probieren, so ein paar Schrauben oder so davon runter. Das ist also richtig viel drehen. Denn vielleicht Körper oder irgendwie solche lustigen Sachen. Und das vielleicht auch mal ein bisschen Slow-Motion, Freunde. Also, let's go. Ich schwimme jetzt zu Chrissy. 3, 2, 1. Oh!
ihr seht, Chris und ich sind jetzt schon auf dem Rückweg und das hat so krass Spaß gemacht. Also eine richtig gute Stand-Up-Paddle-Session. Also ich habe meinen Traumtrick geschafft, den ich schon immer mal auf dem Stand-Up-Paddle machen wollte, so ein Backflip drauf. Mega nice. Und Chrissy, ja, du hast das erstmal so einen Seemannsköpfe auch gemacht, ja, ne? Ja, ich habe auch so einen Rückwärtsköpfe und diesen rückwärts. Und jetzt würde ich sagen, findet das Sandbogen-Battle statt. Leute, bei dem Bau-Battle gibt es folgende Regeln. Also wir haben hier in der Mitte vom Gymnastikball haben wir den Timer liegen. Eine Stunde haben wir beide Zeit, eine richtig nice Sandburg zu bauen. Und Chrissy ist auf der linken Seite vom Regenbogen-Gymnastikball, ich auf der rechten Seite. Und wir können ja vielleicht so machen, nach einer halben Stunde werden wir beide mal vergleichen, so, ne? Okay. Und dann geht's dann nochmal weiter. Das heißt, ich mache hier die goldene Linie. Zack! Zack! Und dann hier. Ich weiß nicht, ob man es richtig sieht, aber wir wissen es auf jeden Fall. Der Timer startet in 3, 2, 1, let's go! Zeit ist jetzt endlich abgelaufen, ja. Aber eine Stunde ging echt ziemlich fix rum. Ich auch, ja. Ich habe mich ein bisschen verplant, ich bin ein bisschen flacher geworden. Aber Leute, wir können uns nicht entscheiden, welche besser ist. Wir blenden euch die jetzt zwar hier mal ein, aber ich würde sagen, entscheidet selber, welche ihr besser findet. Schreibt einfach in die Kommentare oder beim Community-Tab, Leute. Und ja, also hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht. War auch anstrengend, ne? Was sagst genau. du? Und jetzt auch erstmal eine kleine Stärkung. Genau. Jetzt werden wir erstmal richtig schön Abendessen, Leute. Ey Leute, gönnt euch einfach diese Regenfront hier über mir. Ich hoffe nicht, dass die bei uns abregnet, weil dann sind wir echt aufgeschmissen, Leute. Das heißt, jetzt fix Abendessen und dann schon die Base aufbauen. Jetzt haben wir uns wirklich eine Stärkung verdient. Oh ja. Also, ich wünsche euch guten Appetit. Vielleicht esst ihr auch gerade, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall habe ich richtig Bock jetzt. Boah, lecker, lecker. Oh, halt. Aber lecker. Und die Wetterfront kommt immer weiter hier näher zu. Wir müssen uns echt beeilen, Leute. So Leute, wir haben jetzt hier schon was Kleines vorbereitet. Und zwar schläft hier Winnie. Und hier schlafe ich. Links und rechts sind so die Stand-Up-Paddles als Windschutz. Und wir werden das jetzt noch ein bisschen verfeinern. Und wir sehen uns dann abends wieder. Danke, Professor Chris. Bitte. Und zurück ins Studio. Chrissy ist hier gerade mit Bonnie und Foxy und ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber dort hinten, na gut, es ist zwar dunkel, aber dort hinten ist jetzt so eine Art Trockengewitter oder vielleicht sogar richtiges Gewitter. Ich hoffe, dass es nicht abregnet, Junge. Die Blitze sehen ziemlich gruselig aus. Nicht so gut. Leute, ich habe gerade probiert, einen Blitz drauf zu kriegen. Das sieht so krass aus, aber leider ist er hinter den Wolken. Deswegen sieht man nur so eine kleine helle Erleuchtung. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal wieder zurück mit Chrissy in die sichere Base und dort werden wir erstmal eine Runde Salat essen, weil wir haben uns extra von zu Hause Salat mitgenommen. Und ja, let's go. Hallo Foxy, hast du schon dein Zuhause gefunden? Leute, Foxy ist jetzt auf jeden Fall am Start und Bonnie hat sich auch schon eingefuchst. Und ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal gleich den Salat essen. Und ich hoffe echt, dass Bonnie sich, dass Foxy sich... Nein, ich hoffe nicht, dass ich Foxy nach China kriege. Junge, Junge, jetzt wird Salat gegessen. Boah, der sieht richtig lecker aus. Schön Rucola-Salat. Jawohl. Und so. Der wird jetzt genüsslich verspeist, Leute. Genau. Ich nice. Ich hab auch Rucola, geil. Ich gehe jetzt mit Bonnie und Chrissy erstmal eine Runde ans Wasser. Und ich bin mal gespannt, weil wir haben so eine richtig nice Powerlampe am Start, wie das aussehen wird. Yo! Ey, soll ich mal ein bisschen mit den Füßen rein? Wenn du dich traust, klar. Ich geh mit den Füßen rein. Oha. Jo. Und wie sieht's aus? Lustig. Jo, das ist richtig warm. Jo. Wie klar das einfach ist. Chrissy schon weg. Ey, Chrissy, lass mich nicht im Stich. 3, 2, 1 und. Jo. Oh. Oh, nice. Ey, man hat einfach keine Orientierung, weil alles irgendwie schwarz ist. Oh. Chrissy ist schon komplett eingemummelt, also ja. Kurz vorm Schlafen, aber ihr hört, wir haben einfach unseren Beamer mitgenommen und jetzt werden erstmal hier auf dem Stand-Up-Paddle unsere Videos geguckt. Schaut mal Leute, wir haben Bonnie hier ein bisschen eingemuschelt, also die ist so, also die ist so niedlich, also der beste Hund und Freund, nichts gegen Foxy natürlich. Leute, es hat angefangen zu regnen, oh nein. Zum Glück sind wir ein bisschen unter der Strandmuschel. Ich habe gerade nochmal in die Wetter-App geschaut und da steht,
dass es erst in einer halben Stunde windiger werden soll. Ich glaube aber, das Größte ist schon weg. Jetzt wird es immer nur noch so ein bisschen nieselig sein. Aber ich habe wirklich Glück, weil mein Schlafsack, der ist wasserfest. Und den kannst du so belasten bis minus irgendwas Grad, also ist entspannt. Und ja, aber bei Regen kann man auf jeden Fall gut einschlafen. Jo Leute, guten Morgen. Ihr seht schon, ich habe Bonnie bei mir. Ich bin gerade eben aufgewacht. Und das ist so nice, wenn man einfach aufwacht und man sieht das Meer und man hört das Meer. Und das Geilste ist, es hat einfach aufgehört zu regnen. Junge, 4 bis 5 Uhr, das war ja so krass. Da waren hier Blitze, es hat total geregnet, aber jetzt ist richtig schön trocken. Man hat zwar nicht total die Sonne, aber so eine richtig schöne bewölkte Front ist auch mal nice. Und ich würde sagen, jetzt werde ich erstmal Chrissy wecken gehen. Chrissy! Guten Morgen! Hallo? Guten Morgen! Alles gut bei dir? Guten Morgen! Wie hast du geschlafen? Ja, ging, ne? Bisschen nass hier drin, aber sonst geht's. Perfekt. So Leute, ich habe mich nochmal mit Chrissy beraten und ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal mit beiden Hunden erstmal am Strand ein bisschen lang joggen, ein bisschen spazieren gehen, weil die freuen sich, glaube ich, richtig. Mal gucken, vielleicht geht Foxy sogar ins Wasser und danach werden wir frühstücken, weil ich habe so Hunger und Chrissy auch, ne? Ja. Ja. Leute, eins kann ich euch versprechen, es gibt nichts Besseres als frische Brötchen am Strand zu genießen. Also lass mal anstoßen nochmal. Schmeckt richtig gut. Jetzt ist der Wagen voll und jetzt können wir ins Wasser. Chrissy hat den Neoprenanzug schon angezogen. Ich werde mir meinen gleich auch anziehen. Und dann können wir mal mit Foxy einfach auf Stand-Up-Paddle. Ja. Mal gucken, wie er sich da so fällt. Also einmal hatten wir es mit Bonnie, die hat es nicht so gefeiert. Ja. Die siehst du, die Wasserratte. Aber Foxy, ihr kennt ihn ja, die hat schon im Pool gefeiert. Das heißt, ich ziehe mir jetzt den Neoprenanzug an. So Freunde, Foxy, noch mal ein paar letzte Worte, bevor du auf hohe See gehst. Na komm. Geil. Hey. Oh, niedlich. Halt dich, Mensch, Mann. Hi. Machst du super. Ja, das ist super. Oh, Spazi. Ey Leute, das mit dem Stand-Up-Paddle war so niedlich, dass Foxy dort einfach drauf geblieben ist. Und Freunde, es ist jetzt schon fast 13 Uhr. Ich muss sagen, Chrissy und ich haben jetzt die letzte Stunde fast nur noch abgechillt. Weil wir hatten ja auch in der Nacht fast gar keinen Schlaf und Sonne macht müde, ne? Auf jeden Fall. Aber wir werden uns jetzt erstmal nochmal richtig schön den Eis gönnen. Leute, das Eis am Ende hat jetzt auf jeden Fall nochmal richtig schön reingehauen. Das haben wir uns auch verdient. Das war nochmal ziemlich lecker. Wir haben es geschafft, 24 Stunden am Strand zu bleiben. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann würde ich wieder sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.